Star Citizen übersetzt. Euer Blick hinter die Kulisse der Spielentwicklung. Heute schauen wir uns noch einmal das Calling All Devs an. Ich gebe euch einen Überblick über die Inhalte zum physischen Inventar, zum Physical Inventory, weil das wichtig ist, das wird nochmal erwähnt ganz am Ende des Star Citizen Live, wo es um das Vehicle Tech Team geht. Und vor dem Star Citizen Live, also sozusagen in der Mitte, gibt es noch das Inside Star Citizen von der, ja, jetzt vergangenen Woche. Und hier habe ich mir noch einmal die Environment Probes angeguckt. Die haben wir uns zwar schon mal angeguckt, aber das war im Mai des vergangenen Jahres, ist also schon etwas her. Es ist ein komplexes Thema, ein interessantes Thema, weshalb ich das noch einmal wiederholen möchte. Und wir gucken uns auch noch mal die Normal Maps an. Das wird zwar immer erwähnt und dann sehen wir diese lustigen lila Karten, aber was das genau ist und wozu diese Normal Maps eigentlich gut sind, das erkläre ich euch auch in diesem Video. Viel Spaß! Vorweg möchte ich einmal kurz darauf hinweisen. Im letzten Jahr kam ja Corona plötzlich um die Ecke, sagte, juhu, da bin ich. Und ich sagte mir, ups, das ist ja nicht so toll, denn meine Sprecherkarriere, die legte plötzlich eine Gesichtsbremse ein. Und ich habe mir dann überlegt, ja gut, was mache ich jetzt, wo keine Aufträge mehr reinkommen mit meinem Erlernten, wie bleibe ich am Ball? Und dann war ja die Idee, dass ich wieder zurückkomme und Videos produziere für Star Citizen, also für euch. Das habe ich gemacht. Wir hatten zusammen eine gute Zeit, aber meine Brückenteilzeit, die nähert sich jetzt dem Ende. Ab April bin ich wieder 5 Tage die Woche am Arbeiten. Das heißt, ergo, dass ich meine Sprecherambitionen, ja, nicht an den Nagel hänge, aber ich lasse es nur noch nebenbei weiterlaufen. Es wird nicht mehr mein Hauptaugenmerk sein. Hintergrund ist, es geht mir einfach viel Geld verloren. Und dieser Stunt, dieser Versuch mit der Selbstständigkeit, der war nett. Es war eine Erfahrung, die, ja, mit der ich sehr viel gelernt habe, die mir sehr viel neue Möglichkeiten gebracht hat, neue Kontakte, neues Know-how, eben auch Kompetenzen, die ich meinem Lebenslauf hinzufügen kann. Aber letzten Endes geht mir mit jedem Monat, den ich mich in dieser Brückenteilzeit befinde, eben auch Geld verloren. Nicht nur jetzt finanziell jeden Monat in der Haushaltskasse, sondern auch hinsichtlich der Rentenkasse. Und deshalb habe ich mich entschieden, diese Brückenteilzeit zu beenden, wieder in Vollzeit zu gehen. Das bedeutet aber auch, dass die Frequenz meiner Videos weniger werden wird. Ich habe mich ja sowieso schon in der Vergangenheit darauf konzentriert, nur Videos zu bringen, wenn es etwas zu erklären gibt. Diese Frequenz, die wird sich noch weiter reduzieren. Ich möchte nicht einen kompletten Abstand nehmen von der Videoproduktion, von dem Format AstroSam. Ich habe in der Vergangenheit, als ich diese Auszeit genommen habe, gelernt, dass man doch sehr, sehr schnell den Anschluss verliert, gerade was die technischen Inhalte betrifft. Und wir haben ja auch die Verse Night jeden Monat. Und da möchte ich schon auch noch so ein bisschen inhaltlich einfach wissen, worum es geht, damit ich da nicht anfange, irgendwas zu erzählen, von dem ich keine Ahnung habe, vermeintlich. Insofern werde ich mein Format etwas umbauen und retrospektiv, vielleicht einmal im Monat, vielleicht einmal in 2 Monaten, ein Video rausbringen, in dem ich mir dann die interessantesten Themen rauspicke aus den vergangenen Wochen und hierzu dann eben einige Hintergründe erläutere. Dann werde ich es auch nicht mehr Star Citizen übersetzt nennen, sondern das Format vielleicht auch etwas umgestalten. Mal gucken. Aber auf jeden Fall wisst ihr Bescheid, dass die Frequenz meiner Videos abnehmen wird, dass sich das Format ändern wird, dass ihr eure Übersetzungen an den anderen gewohnten Stellen bekommt, zum Beispiel bei Sitko in seinen wöchentlichen Videos, zum Beispiel beim Kuma oder beim PsychShot in den regelmäßigen Streams, die sie bringen, und den vielen anderen Creatoren, die es eben gibt hier in der Star Citizen Creator Landschaft. Ja, und apropos Verse Night, auch hier entwickeln wir uns weiter. Der Danny hat die URL versenight.de gekauft und Mitch hat eine Homepage gebastelt. Das heißt,
Wenn ihr demnächst wissen wollt, wann die nächste Verse Night ist, welche Themen es in der Vergangenheit gab, ihr wollt euch vielleicht nur alte Sendungen angucken und so weiter, das findet ihr dann alles auf der Homepage www.versenight.de. Und ihr werdet das auch, diese Weiterentwicklung sehen auf meinem Kreativkanal, der jetzt nicht mehr Astro Sam Starvision heißt, sondern Verse Night. Und auch das Logo hat sich entsprechend geändert. Schaut da gerne mal rein und wir freuen uns auf euren Besuch auf versenight.de und natürlich auf eure Teilnahme an der nächsten Verse Night und überhaupt an jeder Verse Night. Freuen wir uns, wenn ihr dabei seid. So, jetzt gehen wir aber rein in dieses Video und wir beginnen, wie gesagt, mit dem Calling All Devs und Richard Tyra, der uns zum physischen Inventar mehr erzählt hat. Hello everybody, welcome to another episode of Calling All Devs. Und zwar hat er erzählt, dass das physische Inventar das Ziel einer großen, langen Entwicklungsreise ist. Er fängt an zu erzählen, dass Star Citizen ein wirklich großes Spiel ist. Es gibt Schiffe, es gibt Charaktere, es gibt Landezonen, es gibt Orte allgemein, Habs, also Wohneinrichtungen. Von kleinen Wohnungen bis hin zu Häusern, vielleicht auch richtigen Siedlungen. Hangars und so weiter. Und all diese Spielbestandteile, die müssen miteinander kommunizieren und Daten austauschen. Aktuell haben wir im Spiel ein begrenztes persönliches Inventar. Man kann seine Tasche öffnen, man kann dort Gegenstände ablegen und herausnehmen. Die dort abzulegenden Items sind auch begrenzt aktuell auf Essen, Trinken und Mineables. Aber Dinge wie Flares, Waffen und Munition kann man darin aktuell nicht ablegen. Das hat zu tun mit der aktuellen Infrastruktur, die dem Persistent Universe zugrunde liegt. Dieses System soll erweitert werden, Schritt für Schritt, um genau das tun zu können und mit dem Backend, mit der Backend-Struktur kommunizieren zu können. Der nächste Entwicklungsschritt nennt sich External Inventory. Damit werden wir in der Lage sein, Inventarbereiche an spezifischen Interaktionspunkten zu nutzen, zum Beispiel unseren Fahrzeugen. Diese Interaktionspunkte aktivieren ein Interface, was dem des Personal Inventory entsprechen wird. Und so hat man dann auf der einen Seite des Screens sein Personal Inventory und auf der anderen Seite sein External Inventory, das externe Inventar. Und das kann zum Beispiel sein unser Fahrzeug, irgendein Schrank in unserem Fahrzeug oder es kann auch der Hangar sein, in dem wir Dinge ablegen wollen. Das hat aber noch nichts mit dem Physical Inventory zu tun. Es ist eher ein Storage Container, indem man eine hohe Varianz an Items ablegen und verschieben kann. Der letzte und finale Schritt, das ist dann die Entwicklung des darauf aufsetzenden Physical Inventories. Hier habe ich mich immer gefragt, was Sie genau damit meinen, aber es ist tatsächlich das, was das Wort aussagt, etwas Physisches, etwas, das wir virtuell anfassen können. Das heißt, wir haben nicht nur eine Inventaroberfläche, sondern wir öffnen im Spiel unseren Schrank, unsere Kiste, unser Sideboard und sehen darin die Dinge, die wir dort abgelegt haben oder den Raum, den wir nutzen können, um Dinge abzulegen. Das heißt, auf ein Regal können wir dann vermeintlich keinen Raketenwerfer ablegen, sondern eben ein paar Mineables, Bücher, Kuscheltiere, wie auch immer. Die Frage, die ich mir stelle, wie flexibel wird dieses System sein? Werden wir zum Beispiel in der Lage sein, unseren Kleiderschrank zu öffnen, wo vielleicht 4, 5 Raumanzüge reinpassen, wo theoretisch auch ein Raketenwerfer reinpassen würde, aber erlaubt es das System dann auch, diesen Raketenwerfer dort abzustellen? Und wie wird sich das auf den Platz auswirken? Werden wir dann auch noch eben unsere Raumanzüge oder einen oder zwei Raumanzüge dort reinbringen, abstellen, reinhängen können? Das haben Sie hier nicht erzählt, aber diese Frage stelle ich mir. Und bevor wir dort aber ankommen, bei diesem Physical Inventory, bei dem Personal Inventory und bei dem External Inventory, wird es noch eine Übergangslösung geben und das ist das Local Inventory. Und das Local Inventory, das lokale Inventar, wird begrenzt sein auf Habs, auf Homesteads oder Hangars. Später im Spiel, so erklärt Richard Tyra weiter, wird es so sein, dass man nicht eine Art virtuelles Muli ist, man also alles mit sich herumtragen kann. Man muss auswählen, was man mit auf die Reise nehmen möchte. Denn eines ist klar, wenn man zum Beispiel Pyro erforscht
und das Schiff dabei zerstört wird, dann sind ebenfalls alle Gegenstände damit zerstört, die sich in diesem Schiff befunden haben. Man wird Schiffe und vielleicht auch Komponenten versichern können, aber nicht die mitgeführten Items. Insofern ist es immer schlau, eine Auswahl in seinem Hangar oder Homestead zurückzulassen, wo sie sicher verstaut sein werden. Das Local Inventory ist begrenzt auf bestimmte Lokalitäten, wie gesagt, Hangar, Schiff, Hab und so weiter. Es wird sich aber noch nicht physisch visualisiert und demzufolge größenvolumentechnisch begrenzt sein. Was nicht heißt, dass das Local Inventory unendlich groß ist. Ganz im Gegenteil wird auch das Local Inventory begrenzt sein, zum Beispiel basierend auf der Größe der Tasche oder der Größe des Schiffes, Hangars, wie auch immer. Das wird es erlauben, den Gameplay-Loop des Physical Inventories zu implementieren und zu testen. Was fehlt für das finale große Ziel, ist also die Größen- bzw. Volumenberechnung, um physisch tatsächlich in der Welt vorhanden zu sein und entsprechende Begrenzungen zu erfahren. Und was fehlt, ist die Persistenz, damit die Gegenstände auch dort bleiben, wo sie abgelegt wurden. Weiterhin erzählt Richard Tyra noch über das VMA, also die Vehicle Manager App, die seiner Aussage nach Sinn macht, und die PMA, die Personal Manager App, die seines Erachtens in unserem Mobiglas überhaupt keinen Sinn erfüllt, sondern das ist etwas, was er eher in dem Inner Thought Menü, in diesem Radialmenü sieht und dorthin dann auch übertragen werden sollte, aus unserem Mobiglas also verschwinden. Generell aber gilt, und das wiederholt er auch häufig, Gewicht und Maße werden die begrenzenden Faktoren unseres Inventars sein. Man kann also keine 1000 Brote oder Matpans oder Flares mit sich herumschleppen. Es muss am Ende alles physikalisch korrekt sein, auch wenn man nicht mit dem physikalischen Inventar interagiert. Was bedeutet das? Hier habe ich im Laufe des Videos erst ein großes Fragezeichen über dem Kopf gehabt, aber am Ende hat es Sinn ergeben, was er erzählt hat. Und zwar ist es so, dass man wählen kann. Man kann mit dem Inventarmenü interagieren. Das heißt, man hat zwei oder drei Inventare auf seinem Bildschirm, zum Beispiel das persönliche, das lokale und das External Inventory. Und damit kann man dann seine Items, seine Objekte, seine Entitäten dort hin und her schieben. Man kann aber auch in-game seinen Schrank öffnen und dort eine Waffe, einen Anzug, ein Mineable, ein Consumable, was auch immer man gerade hat, dort ablegen. Wenn man dort in dem Spiel etwas in den Schrank physisch ablegt, dann ist das aber derselbe Vorgang, als würde ich das in meinem Inventarfenster machen. Verschiebe ich also in meinem Inventarfenster von meinem persönlichen Inventar etwas in das lokale Inventar, also in den Schrank meines Schiffes oder meines Hangars, ich schließe das Inventar hinterher, dann ist es physisch in dem Schrank auch hinterlegt. Das heißt, beides ist möglich und beides unterliegt denselben Größen- und Volumenbegrenzungen. Das ist das finale Ziel, über das Richard Tyra hier spricht und wo ich mir auch vorstellen kann, dass das nicht wirklich trivial ist, was sie hier vorhaben. Und zuletzt erzählt er über eine weitere App, die es neben VMA oder dann vermeintlich PMA, die ja dann verschwinden wird, vielleicht auch die PMA ersetzen wird, nämlich die Asset Manager App. Und die ist ganz essentiell wichtig, weil sie darüber Auskunft geben wird, welche Gegenstände, Waffen, Fahrzeuge, Raumschiffe sich wo befinden. Eine Getränkedose auf einem, keine Ahnung, unter einem Felsen auf Pyro oder auf meiner Carrack, die sich gerade irgendwo bei Crusader befindet auf Orison, während ich selber aber gerade auf Lyria auf meinem Homestead bin, wie auch immer. Das heißt, damit man sich selber organisieren kann und gucken, wo sind meine vielen Sachen, die ich besitze, eben gerade verteilt. Auch wichtig, um zum Beispiel Ausflüge zu planen, Erkundungstouren. Man kann sich dann vielleicht auch Vorräte irgendwo anlegen, um dann eben später geplant noch tiefer in den Raum vorzustoßen, wie auch immer. Halte ich für eine sehr interessante Geschichte, was er hier erzählt hat und denke ich auch sehr, sehr essentielle App, mit der wir dann arbeiten werden später. Fragen, die ich mir stelle, ist, wir haben heute schon Probleme mit Menschen, die ungefragt auf unser Raumschiff kommen und uns dort dann vermeintlich und auch, naja, wie ich das häufiger mal lese, eine Kugel in den Kopf schießen, unser Raumschiff klauen, wie auch immer. Wie wird das denn später sein mit Homesteads oder mit Hangars? Kann da jeder reinkommen? Kann reinschlüpfen,
Ja, mich von hinten erschießen, meine Karte klauen, reingehen, Sachen klauen. Ja, werdet ihr sagen, das ist so. Aber die Frage ist, in welchem Umfang wird dies passieren? Weil letzten Endes soll es ja auch irgendwie Recht und Gesetz geben. Und dann sollte man eigentlich auch erwarten, es ist ja auch nicht hier so, dass wir uns ständig umdrehen müssen im realen Leben, um dann plötzlich von hinten gleich niedergeschlagen, erschossen zu werden, damit jemand in unser Haus geht und das ausraubt. Es sollte schon eine gewisse Art der, ja, des zivilen Umgangs herrschen. Und damit eben keine Anarchie entsteht, muss auch hier ein gewisses Sicherheitssystem greifen. Da bin ich sehr, sehr gespannt drauf, wie CRG das in den Griff bekommen möchte. Denn gerade die Hemmschwellen in Computerspielen, die sind ja ganz anders als hier in unserem realen Leben. Menschen, die sich dort einfach unzivilisiert austoben möchten, rauben, klauen, Menschen niederschlagen, erschießen, all dort ihre düstersten Gelüste austoben. Das ist gang und gäbe in Computerspielen. Und das ist, glaube ich, aber etwas, was CRG doch gar nicht so sehr möchte. Denn letzten Endes möchten sie ja etwas, das real ist. Sie möchten eine, ja, eine Matrix schaffen, eine zweite Welt, die zumindest einen realen Anstrich hat. Und da kann es einfach nicht sein, dass dort die totale Anarchie herrscht und man sich einfach nur noch mit Geleitschutz durch die Gegend bewegen, habe ich gerade wieder gelesen. Oh, ist das denn normal? Man kann überhaupt nicht in Ruhe minern, ohne irgendwie über den Haufen geschossen zu werden. Dann kommen wieder die White Knights um die Ecke, sagen, ja, das ist doch, da muss man sich dann halt Geleitschutz mitnehmen. So ist das eben im realen Leben. Naja, ich weiß nicht. Hier rennt auch nicht jeder Bergbauarbeiter mit einem Geleitschutz durch die Gegend. Ich finde das kritisch. Und erwarte hier von CRG entsprechende Nachbesserung, dass man eben ja auch unbescholten irgendwo ein bisschen arbeiten kann, ohne ständig Angst haben zu müssen, beim nächsten Asteroiden über den Haufen geschossen zu werden. Ich persönlich finde, das macht mir keinen Spaß und es rechtfertigt auch in keinster Weise das Piraten-Gameplay in Anführungsstrichen, was ja dann so gerne angeführt wird. Wenn es den realen Anstrich haben soll, wie CRG das immer proklamiert, dann müssen sie auch das System dahingehend erweitern, dass es eben Bereiche gibt im System, wo man als unbescholtener, normaler Bürger eben auch ohne ständige Angst und ohne ständig über die Schulter gucken zu müssen, sich bewegen kann. Meine 2 Cents zu dem Thema. Aber behaltet diesen Begriff des physischen Inventars mal im Hinterkopf, denn das wird noch einmal ganz kurz aufgegriffen im Star Citizen Live. So it was really hard. Es war wirklich ein schwerer Schritt, dass wir diese Höhleneingänge 2019 nicht mehr zur Verfügung stellen konnten. Es ist immer enttäuschend, deine Vision nicht liefern zu können. Not being able to deliver what your vision is. I would say that's game development. You always have to make sure that. Aber so ist das in der Spieleentwicklung. Man muss immer sicherstellen, dass man nur das liefert, wozu man tatsächlich in der Lage ist, weil es zu lange dauern würde oder die Technik noch nicht ausgereift genug ist. But that's the amazing thing about Star Citizen. Aber das ist das Erstaunliche an Star Citizen. Wir mussten nur warten, bis die Tech verfügbar war. With 3.13 we are adding. Mit diesem Patch mit Alpha 3.13 fügt CRG dem Spiel 6 neue Eingänge hinzu. Worauf sie aufbauen wollen, ist das Hinzufügen eines Gefühls der Größe. Sie wollen den Spielern riesige, offene Höhlen zeigen, aus denen man nicht herauskommen kann, es sei denn, die Spieler benutzen ihre Raumschiffe oder Fahrzeuge im Allgemeinen und CRG möchte ihnen die Möglichkeit geben, damit die Höhlen auch zu erkunden. One of the recent changes that we got into the game. Eine der letzten Änderungen, die CRG ins Spiel gebracht hat, das waren die Environment Probes. Und was das ist, das möchte ich im folgenden Exkurs euch erklären. Cube Maps ist ein Begriff ganz klassisch aus der 3D-Modellierung. Bevor man sich daran macht, komplexe 3D-Modelle in noch komplexere 3D-Umgebungen zu packen, nur um sich anzuschauen, wie denn Licht und Schatten und Reflexionen wirken, wird ein Würfel erstellt, der auf allen Seiten die Umgebung widerspiegelt. Das kann entweder nach außen oder nach innen gerichtet sein.
Dann wird dieses Hilfsmittel Würfel aufgeklappt, sodass man sich in der nun ergebenden zweidimensionalen Map einen Blick auf alle Umgebungen in Bezug auf Spiegelungen, Reflexionen, Schattenwürfe und so weiter anschauen kann. Warum macht man das? Schlicht, um zu prüfen, ob in komplexen 3D-Umgebungen alle Umgebungsberechnungen, inklusive auch der Beleuchtung, korrekt durchgeführt werden. Was hat es nun mit den Environment Probes, den Umgebungssonden, auf sich? Environment Probes sind eine Technik, bei der Bilder aus der Spielwelt von einer Kamera aufgenommen und diese Informationen in einer Umgebungstextur, wie zum Beispiel einer Cube Map, organisiert werden, die die Ansicht in alle Richtungen von einem bestimmten Punkt in der Szene aus enthält. Das Rendern von 3D-Objekten mit dieser Umgebungstextur ermöglicht es, reale Bilder in den gerenderten Objekten wiederzugeben. Das Ergebnis sind im Allgemeinen realistische Reflexionen und Beleuchtungen virtueller Objekte, die von den Ansichten der realen Welt beeinflusst werden. Environment Probes sind ein Bestandteil der Lumberyard Engine, die ja bekanntermaßen auf der CryEngine basiert. Und in der Dokumentation der CryEngine befindet sich ein anschauliches Beispiel dafür. Wir haben hier einen großen Beispiellevel. Aus diesem werden nun sämtliche Lichtinformationen entfernt. Wie man jetzt sehen kann, sind die Schatten wirklich schwarz und hart abgegrenzt. Das könnte also schon zeigen, wozu die Umgebungssonde dient. Sie erzeugt eine Cube-Map dieser Szene und ermöglicht die physikalisch basierte Beleuchtung respektive Schattierung. Darüber hinaus wird die Environment Probe auch zur Reflexion auf reflektierenden Materialien in der Szene verwendet. Jetzt wird eine leere Entität genommen und eine leere Environment Probe hinzugefügt. Das ist der kleine runde Ball im vorderen Bereich der Szene. Hieraus wird deutlich, eine Umgebungssonde ist ein Objekt oder auch Volumen in einer Spielumgebung, an dem Umgebungstexturinformationen erfasst werden. Eine Umgebungssonde ist ein Objekt oder auch Volumen in einer Spielumgebung, in der Umgebungstexturinformationen erfasst werden. Wie wir hier sehen, hat jede Umgebungssonde einen Maßstab, eine Orientierung, eine Position und Volumengröße. Umgebungssonden können an allen Orten in der Spielwelt platziert werden, um die Umgebungsinformationen an jedem Sondenstandort zu erfassen. Nach dem Hinzufügen dieser Komponente wird ein Kasten um die Entität herum erstellt. Das ist die visuelle Darstellung des Bereichs, in dem die Umgebungssonde aktiv sein wird. Obwohl das im folgenden Bild vorgenommen wird, sieht man visuell noch keine Veränderung der Licht- und Schattengebung. Das liegt daran, dass die Cube Map noch nicht generiert wurde. Sobald das passiert ist, wird die Szene quasi magisch beleuchtet. Jetzt können die Designer und Grafiker damit beginnen, mit den Attributen der Environment Probe herumzuspielen und zum Beispiel die Farbe der Schatten und Intensität der Lichtquellen anzupassen. Die Umgebungssondenfunktionalität liefert der Engine also wertvolle Beleuchtungs- und Reflexionsdaten aus den Ansichten der realen Welt, die vom Renderer verwendet werden, um das Erscheinungsbild der gerenderten Objekte zu verbessern, sodass die virtuelle Szene besser mit der realen Umgebung verschmilzt. Das folgende Bild veranschaulicht die Verwendung der Umgebungstextur einer auf eine Kugel angewandten Umgebungssonde als Reflexionskarte. Umgebungssonden helfen also bei der Bestimmung von korrekten Reflexionen, diffusen Umgebungswerten, diffusen Partikelwerten und Schattenfarben. Diese Sonden, und damit komme ich zum letzten Punkt, können manuell und automatisiert platziert werden. Klar, dass CRG hier automatisiert arbeiten möchte und auch muss. Diese sogenannten Runtime Probes, also die während der Laufzeit verwendeten Probes, hat CRG den Environment Probes hinzugefügt, um die gezeigten Beleuchtungseffekte systemisch automatisiert realisieren zu lassen. Und diese Kombination aus Cube Maps, Environment und Runtime Probes bezeichnet CRG als Runtime Cube Map Probes. Damit erhalten Sie eine Automatisierung, für deren Beleuchtungsberechnungsausgangspunkt natürlich Lichtintensität und Winkel der Sonneneinstrahlung sind. Alle paar Grad, die sich die Sonne bewegt, versucht die Umgebungssonde, die Environment Probe, respektive die Runtime Cube Map Probe, die Umgebungsbeleuchtung zu prüfen und anzupassen. Das ermöglicht eine dynamische Beleuchtung in jeder Spielumgebung, die mit Environment Probes ausgestattet wird, sowohl also in Landezonen wie heute Lorville als auch in Höhleneingängen. We
Environment Probes sind zum ersten Mal zur Beleuchtung von New Babbage zum Einsatz gekommen, wurden dann auf die anderen Landezonen ausgerollt und kommen nun in den neuen Höhleneingängen zum Einsatz. Das hat die Art und Weise, wie diese Höhleneingänge beleuchtet werden können, komplett verändert, wird uns im Video erzählt. Wie werden diese Höhlen also beleuchtet? Als erstes werden Cube-Maps in der Höhle platziert. Daraus ergeben sich Runtime-Cube-Map-Probes. Und mit dieser Kombination können während der Laufzeit des Spiels, deswegen Runtime, immer die richtige Beleuchtungsinformation in einer Höhle wiedergegeben werden, zum Beispiel während der Dämmerung. Man kann sofort sehen, dass sich die Farbe und Intensität ändert. Jetzt ist die Farbe mehr wie ein Blau und Rosa, genau wie das, was wir vom Himmel sehen. Schauen wir uns nun eine andere Höhle an, in die wir mit einem Raumschiff hineinfliegen können. Für die Arbeit wird die Normal Map verwendet. Auf die meisten modernen Videospiel-Assets werden mehrere Textur-Maps angewendet und eine dieser Maps wird als Normal Map bezeichnet. Das ist eine Technik in der Computergrafik, die mit Hilfe eines Bitmap-Bildes hochdetaillierte Unebenheiten und Beulen simuliert. Das Echtzeit-Rendering in Videospielen ist leistungsmäßig begrenzt, in der Regel durch die Anzahl der Polygone, die gleichzeitig auf dem Bildschirm erscheinen können. Aus diesem Grund sind Normal Maps in Videospielen nützlich, weil sie 3D-Modellen, die eine relativ geringe Anzahl von Polygonen haben, mehr Details hinzufügen können. Normal Maps sehen seltsam aus, aber wie jede andere Texture Map sind sie nur flache 2D-Bilder. Hier eine Nahaufnahme einer 3D-Vogelfigur. Rechts ist eine Nahaufnahme der Normal Map dieses Vogels zu sehen. Die Lichter und Schatten auf dem Gefieder des Vogels werden durch die Muster in der Normal Map erzeugt. Um Normal Maps zu verstehen, ist es wichtig, zuerst einmal das Wort Normal zu verstehen. In der Geometrie ist eine normale, ein Normal, ein Vektor oder eine Linie, die senkrecht auf einer Oberfläche oder einem Objekt steht. Jedes Polygon in einem Videospiel hat eine Oberflächennormale. Und diese Oberflächennormalen werden verwendet, um Beleuchtungsberechnungen durchzuführen. In einem sehr grundlegenden Sinne kann der Winkel zwischen der Oberflächennormale eines Polygons und der Richtung einer Lichtquelle verwendet werden, um zu bestimmen, wie hell oder wie schattig eine Oberfläche erscheinen soll. Dies führt zu einem Beleuchtungsmodell, das als Flat Shading bezeichnet wird. Aber warum sieht die Normal Map so seltsam lila aus? Nun, obwohl es sich bei Normal Maps um 2D-Bilder handelt, sind sie in der Lage, begrenzte 3D-Informationen zu speichern. Die RGB-Farbkanäle, Rot, Grün und Blau in einer Normal Map, entsprechen den jeweiligen X-, Y- und Z-Koordinaten von Oberflächennormalen. Die RGB-Farbwerte werden also verwendet, um die X-, Y- und Z-Richtung eines Vektors zu speichern, wobei Z oben ist. Um eine RGB-Farbe in eine Vektorrichtung umzuwandeln, müssen sie mit 2 multipliziert und um 1 subtrahiert werden. Ein RGB-Wert von 0,5, 0,51 oder Raute 8080FF ergibt so einen Vektor von 0,0,1, der für die Zwecke der normalen Abbildung oben ist und keine Veränderung der Oberfläche des Modells darstellt. Eine Normal Map, die nur Raute 8080FF verwendet, was einem Normal-Vektor von 0,0,1 entspricht, bedeutet, dass sie vollkommen flach ist. Dadurch wird die Oberflächennormale des Polygons nicht verändert und somit auch keine Veränderung der Beleuchtung erzeugt. Alle Pixel, die sich von dieser Farbe unterscheiden, ergeben einen Vektor, der in eine andere Richtung zeigt und somit den Winkel modifiziert, der zur Berechnung des Lichtabpralls in diesem Punkt verwendet. Eine eher steile Veränderung der Oberfläche wird so beispielsweise in hellen cyanfarbenen Bereichen der Normal Map dargestellt. Das Ergebnis ist, dass diese Kanten das Licht in einem ganz anderen Winkel einfangen als die flacheren Flächen der Steine dieses Beispielbildes hier. Hier noch ein weiteres Beispielbild aus der Unity-Dokumentation. Links sehen wir die Einstellungen einer Normal Map mit niedrigem Bumpiness-Wert.
Rechts ist eine Heightmap, eine Höhenkarte zur Verwendung der Normal Map importiert worden, was zu entsprechend scharfen Konturen in der Visualisierung des Mauerabschnitts führt. Aber wie gesagt, das ist alles nur Fake, eine Täuschung des Auges. Während Normal Maps also keine tiefen Einkerbungen oder wild unregelmäßige Geometrien darstellen können, sind sie dennoch in der Lage, kleine Einbuchtungen und Unebenheiten entlang einer ebenen Fläche zu faken, vorzutäuschen oder nennen wir es zu simulieren. Zu simulieren, weil eine Normal Map, wie gesagt, keine echte Geometrie hinzufügt. Vielmehr fügen die einzelnen Pixel des Bitmap-Bildes Normals hinzu, die in die Beleuchtungsberechnungen einfließen, was zu den Licht- und Schatteninformationen führt, die vorhanden wären, wenn es eine Geometrie gäbe, ohne tatsächlich eine Geometrie hinzuzufügen. Ihr seht, Normal Mapping ist ein sehr nützlicher Trick in der Echtzeit-Computergrafik, nämlich bei Spielen. Denn im Allgemeinen gilt, je mehr Polygone gleichzeitig auf dem Bildschirm zu sehen sind, desto langsamer läuft ein Spiel. Mehr Polygone bedeuten mehr Arbeitsspeicher, mehr zu schattierende Flächen und mehr zu zeichnende und zu berechnende Dinge. Das Auslagern feiner geometrischer Details in eine Normal Map ermöglicht es, 3D-Modelle schnell zu rendern und dabei viele Details beizubehalten. The other cave that you can fly your ship into. This is the normal map view. Hier sehen wir also nun die Normal Map einer Höhle, in die wir mit einem Raumschiff hineinfliegen können. Die Arbeit mit der Normal Map ist sehr hilfreich, wird uns erklärt, wenn man versucht, an einer sehr dunklen Szene zu arbeiten. Jetzt wird der Himmel immer dunkler und die Höhle wird demzufolge auch immer dunkler, aber mit Hilfe der Beleuchtung kann man die Umgebungsstruktur immer noch sehen. Die neuen Höhleneingänge bieten auch Raum für neue Gameplay-Loops. CRG hat ein bisschen mit dem eigentlichen Layout innerhalb der großen Eingänge herumgespielt, um verschiedene Stellen für Deckungen und Verstecke und so weiter zu schaffen. Insofern wird nicht alles prozedural erzeugt, sondern auch von Hand die Eingänge gestaltet und so der Oberfläche eines Planeten ein bisschen mehr Individualität verliehen. Als Artist, als Grafiker kann man auch Pfade hinzufügen und den Spielern die Möglichkeiten geben, diese Pfade zu erforschen, ihre eigenen kleinen Geschichten daraus zu machen und viel Spaß in den Höhlen zu haben. To provide different spots for cover, hiding, that kind of stuff. So I can see the players having lots of fun in there. Right now the mining gameplay loop has a lot of interesting things to do from Im Moment hat der Mining Gameplay Loop eine Menge interessanter Dinge zu bieten, vom Prospector Mining über Multiplayer Mining mit der Mole bis hin zu Flotten von Grin Rocks und der anschließenden Veredelung der abgebauten Rohstoffe. Und auch die Consumables gibt es. Und jetzt gibt es noch mehr, was diesem durchaus schon umfangreichen Gameplay-Loop hinzugefügt wird. Passive Mining Components. Mining Komponenten. To choose how they want to play this game and change the ship and the mining laser based on the rocks they want to harvest. Während die Consumables einen kurzen Bonus bieten, soll etwas ähnlich geartetes, weniger wirkungsvolles ins Angebotsrepertoire aufgenommen werden, was eher passiv arbeitet, dabei aber beständig ist, sich also nicht verbraucht nach der Benutzung. Und das sind die Mining-Komponenten. They are something that you use now and it runs out. We wanted something where the players invest in a thing and it's with them and they have the capacity of just swapping them out as they see fit. We've also updated the mining UI, the active module. CRG hat dazu auch das Mining UI aktualisiert, insbesondere den Bereich der aktiven Module, um die einzelnen Boni anzuzeigen, die je nach ausgerüstetem und installiertem Modul dazu gewonnen oder auch verloren werden. Man kann also nun sehen, welche Werte wie durch ein installiertes Modul beeinflusst werden, sei es ein Consumable oder eine Komponente.
In dieser Hinsicht besteht der Unterschied zwischen Mining Consumables und Mining Komponenten im Wesentlichen darin, dass man nicht ständig in einen Laden gehen muss, um sie aufzufüllen. Ein weiterer Unterschied zwischen Mining Consumables und Mining Komponenten ist die Leistung. Consumables haben etwas mehr Energie, da sie sich mit ihrer Nutzung verbrauchen, während die passiven Komponenten etwas weniger Leistung, etwas weniger Energie bieten. Das hat CRG vor allem aus Gründen des Balancing gemacht. Mining-Komponenten bieten aber auch verschiedene Qualitätsstufen und die teuersten kommen sehr nah an die Leistung der Consumables heran. Aber diese Komponenten werden sehr viel Geld kosten. Bleibt die Frage, kann man Consumables und Komponenten zusammen einsetzen? Die Antwort darauf ist einfach. Ja, die aktiven Consumables werden nach wie vor so angesteuert, wie es bisher der Fall gewesen ist. Die passiven Komponenten hingegen werden immer aktiv sein. Die Anzahl der Module, die miteinander kombiniert werden können, ist nur durch die Anzahl der Slots auf einem Mining Laser selbst begrenzt. Und das wird es den Bergbau-Citizens erlauben, ihre Ausrüstung so zu gestalten, wie sie es für ihre persönliche Art des Minings benötigen. Only limited to the number of sub-item slots on the mining laser itself. And this will allow, hopefully, the miners to tailor their loadout the way that they want for aspects of mining that they want to try. As soon as our work is going to be done with mining components, we are looking into mining gadgets. Der nächste Teil des Mining Gameplays werden die Gadgets sein, die geplant sind und entwickelt werden, sobald die Mining Komponenten im Spiel sind. Mining Gadgets werden ähnlich wie Consumables sein. Man findet einen Felsen und die Ausrüstung reicht nicht aus, um diesen Felsen zu knacken. Dann bringt man dort ein Gadget an und zündet es, um so den Widerstandswert des Felsens massiv zu senken. Während man das tut, muss man natürlich EVA oder zu Fuß sein Fahrzeug oder Raumschiff verlassen und dann ist man ein gefundenes Fressen für Piraten. Man muss sich also den Einsatz dieser Gadgets gut überlegen. Bei Mining ist CRG ständig dabei, dieses Gameplay zu verbessern. Sie schauen sich durchgängig an, wo das Spiel Brüche hat, welche Verbrauchskomponenten mehr, welche weniger genutzt werden, welche zuletzt genutzt wurden. Sie versuchen eine Balance zu finden, um alles auf einen Standard zu bringen, mit dem Sie und vor allem wir Spieler glücklich sind. Und Dan Truffin sagt am Ende, dass er hofft, dass wir mit diesen neuesten Ergänzungen eine Menge Freude haben werden. Und weiter geht's jetzt zum Star Citizen Live und dem US Vehicle Tech Team. Hi everybody, welcome to Star Citizen Live Vehicle Tech Team. I'm your host here, Hefmi. And if you've never seen Star Citizen Live before, well, you're probably watching this. In diesem Star Citizen Live mit dem US Vehicle Tech Team, da finden wir die Creme de la Creme der CIG-Entwicklungstruppe. Zum einen Mr. Bugsmasher himself, Mark Abend, der Lead Gameplay Programmer von CIG. Er nennt sich selbst die Programmier-Allzweckwaffe und gehört auch, wie Sean Tracy augenzwinkernd anmerkt, zum Türen-Tech Team. Ja, und wo wir gerade von ihm reden, Sean Tracy, Tech Director of Content, Game Director, Core Gameplay Director und eine Legende für sich, würde ich mal sagen. Dann haben wir jemanden, der nennt sich oder er stellt sich vor als Corwin, Main Associate Producer, kenne ich persönlich nicht, aber Kellex Renault, auch ein sehr bekanntes Gesicht, Senior Systems Designer und genau wie Mark Abend hat er so ziemlich an jedem Aspekt des Spiels mitgearbeitet, wie er auch selbst sagt, und nicht zuletzt Kirk Tomei, Lead Vehicle System Designer, seit 6 Jahren bei CRG an Bord und auch einfach ein Gesicht, das man kennt und mit großartigem Know-how und Kompetenzen ausgestattet, verantwortet alle neuen Schiffs-System-Designs und stellt sicher, dass alle Systeme funktionieren und ja, miteinander interagieren. Zu Beginn des Star Citizen Live wird erklärt oder erzählt, dass es früher so war, dass Schiffe erst Hangar-ready waren, ohne Funktion ins Spiel kamen oder dann ins Verse ohne die angedachte Funktion. Bestes Beispiel ist hier ja die Starfarer. Diesen Schritt Hangar-ready, den gibt es nicht mehr, wie wir ja inzwischen alle wissen. Die Schiffe kommen sofort ins Verse, wenn sie fertig sind und das Ziel des Vehicle Tech Teams in der Zukunft ist es, dass Schiffe nicht nur sofort ins Verse kommen, sondern auch mit ihrer angedachten Funktion ins Spiel kommen, soweit der Gameplay-Loop existiert. Mal gucken, wie und ob sich sowas umsetzen lässt. Aber ja, ich sage mal, das Mining-Gameplay, das ist ja nun wirklich
irgendwann in aller Breite und Tiefe fertiggestellt. Andere Gameplay-Loops werden erstellt und dann denke ich, ist die Wahrscheinlichkeit auch einfach höher, wenn ein neues Schiff ins Spiel kommt, dass dann auch das zugrunde liegende, benötigte Gameplay-Element, die Gameplay-Mechanik dann existiert. Aber gut, es gibt einige Fragen, die beantwortet werden in diesem Star Citizen Live. Physikalische Schäden sind ein großes Unterfangen, erklärt John Tracy. Es geht nicht nur um Schiffe, es geht um alles im Spiel. Generell ist das oberste Ziel, was Chris für dieses System der physikalischen Schäden hat, breit gefächert. Und um dieses oberste Ziel zu erreichen, müssen alle Materialien die Eigenschaften innehaben, die man von einem echten Material in unserer realen Welt erwarten würde. Es gibt keine spielerische Implementierung, bei der es nur irgendeinen Penetrationswert oder ähnliches gibt. Chris Roberts möchte, dass jedes Material im Spiel, egal ob es auf einer Kiste, einem Charakter, einem Fahrzeug, Raumschiff oder Raumstation angebracht ist, sich real verhält und anfühlt. Und mit dieser Aussage können wir uns in etwa vorstellen oder bekommen eine Idee davon, wie viele Teams dieses Unterfangen betrifft, der Verwirklichung einer realgetreuen Umsetzung von physikalischen Schäden. Und dann kommt noch hinzu, dass die Art und Weise, wie dieser Oberflächentyp mit der Physik arbeitet und wo sie tatsächlich gespeichert werden, sehr grafikzentriert ist. Der Physiktyp und die Auswirkung der jeweiligen Oberfläche wird von einem Artist definiert, von einem Grafiker, wenn er den physikalischen Proxy erstellt. Also wird der Physiktyp auch im Material gespeichert. Alles, was CRG hier tut, wirkt sich also nicht nur auf die Gameplay-Balance der Schiffe aus. Es geht nicht mehr nur um die Gesundheit oder um Teile, sondern um die tatsächliche Dichte, Masse und Dicke und solche Dinge, die sich übergreifend auswirken. Aber es wird sich auch auf das Grafik-Setup selbst auswirken, wenn all diese Dinge ins Spiel kommen. Beispielsweise Aluminium auf einem Schiff. CRG möchte nicht, dass sich dieses Aluminium auf einer Kiste, an einer Rüstung anders verhält oder anders liest oder etwas anderes macht, als wenn es an einem Raumschiff angebracht ist. Lange Rede, kurzer Sinn. Physikalischer Schaden betrifft viele Teams. Der derzeitige Stand ist, der Core Gameplay Pillar unter Rich Tyra und die Physikjungs haben eine Menge Arbeit geleistet, indem sie sich immer wieder mit dem Narrative Team zusammengesetzt haben und die Materialien durchgegangen sind, weil Star Citizen, wie gesagt, echte Materialien haben wird, wie Titan oder Aluminium oder Vergleichbares, aber auch Dinge, die aus der Spielerzählung, aus der Lore heraus erschaffen werden, sogenannte Low-Level-Materialien. Also etwas, das im Spiel existiert, was aber nicht real in unserer Welt ist, aber real sein könnte. Also muss sich CIG all die dem zugrunde liegenden Werte ausdenken und sie müssen mit einer möglichen Realität eines Wertes übereinstimmen. Aber es geht nicht nur darum, die Details von existierenden Materialien und von fiktiv möglicherweise realen Materialien zu erhalten, sondern auch darüber hinaus darum, was die kinetische Reaktion, die Strahlungsreaktion, thermische, elektrische, chemische Reaktion für diese Materialien sind. Es geht um Kälte, Wärme, es geht um Seltenheit. Es gibt sehr viele Layer, deren Story inhaltliche Relevanz das Content-Team erarbeitet, die es dann an die verschiedenen Experience-Teams weitergeben müssen, die dann mit dem Vehicle-Experience-Team alles anpassen müssen. Denn physischer Schaden wird das Spiel komplett ändern und auf den Kopf stellen. Während aktuell zurzeit noch Schiff A, also Schiff B, überlegen ist, weil Schiff A mehr Strukturpunkte hat oder der Schadensoutput höher ist, werden ab dem Zeitpunkt, ab dem reale Materialien, physischer Schaden ins Spiel kommt, die den Materialien hinterlegten physikalischen Werte diese Balance komplett verändern, sodass das Grafikteam plötzlich gefragt ist. Sie Schadens- und Strukturwerte eines Fahrzeugs oder Schiffes im Verse erkennbar machen müssen, beziehungsweise vice versa. Dinge werden nicht mehr designt, um cool auszusehen, sondern damit sie den Spielern eine Information vermitteln können. An all dem arbeitet Richard Tyra wirklich hart zurzeit, sodass man aktuell noch nicht absehen kann, wann dieses hochgradig komplexe System fertig sein wird. Aber es ist abzusehen, dass es nicht mehr
allzu weit in der Zukunft liegen wird, bis hierzu zumindest weiterführende Informationen an die Community gegeben werden können. An dieser Stelle habe ich eine Augenbraue hochgezogen, als Sean Tracy im versteckten Nebensatz erwähnt, dass die Jahre davonlaufen. Sprich, CIG ist sich offenbar sehr bewusst, dass sie unter Zeitdruck stehen, möchten aber trotzdem dieser Vision von Chris und ihrem gemeinsamen erklärten Ziel irgendwie gerecht werden. Ein Balanceakt, von dem ich gespannt bin, ob sie es hinbekommen wie geplant und wenn nicht, wo sie möglicherweise einen Schlussstrich ziehen und sagen werden, bis hierhin und nicht weiter, das Spiel muss jetzt fertig werden. Mark Abend ergänzt an dieser Stelle, dass es sogar noch mehr Spaß macht, denn die Schiffe und Fahrzeuge in Star Citizen bieten inzwischen sehr interessante Möglichkeiten, eine Entität zu zerstören. Man kann Flügel abbrechen, man kann Paneele abbrechen, man kann Schiffe in verschiedene Teile zerbrechen und all das ist irgendwie in den zugrunde liegenden XML-Paketen hinterlegt. Und wenn Sie in der Lage sein wollen, die gleiche sozusagen Zerstörungstechnologie für alle Entitäten an Bord zu nutzen, kann CIG das nicht nur verwenden, um Schiffe und Fahrzeuge zu zerstören. Es gibt also andere Diskussionen und sogar Pipeline-Tools für Änderungen, bei denen es darum geht, wie Assets selbst verändert werden können, um zu definieren, wie und warum auf der Grundlage von Materialeigenschaften Materialien oder ganze Entitäten eben zerbrochen werden können. Ich denke hier zum Beispiel an Raumstationen, an Outposts, an Homesteads und so weiter. Ich denke auch in diese Richtung wird CIG an der Stelle denken, dass es nicht nur darum geht, Fahrzeuge und Schiffe zu zerstören, sondern ja, noch einiges mehr. Es ist also nicht mehr so, wird hier im Video abschließend erklärt, dass CIG ein Asset eines Schiffes mit einer XML-Grundlage hat, sondern dass man ein Asset erstellt und dass sich dieses Asset auf Basis der hinterlegten Materialeigenschaften korrekt verhält. Es gibt also eine Menge cooler Dinge, die mit dieser Technologie einhergehen, erklärt Mark Abend. Das ist maßgeblich Teil der Aufgaben des Vehicle Experience Teams, die unter anderem an den neuen UIs gearbeitet haben, die in nächster Zukunft ausgerollt werden. Kellex Renault führt hierzu aus, dass eines der Dinge, mit denen das Vehicle Tech Team angefangen hat, war, die technische Seite herauszufinden, wie sie ein beliebiges Feature, eine beliebige Interaktion auf einem beliebigen Schiff mit dem physischen Zustand eines Stücks Geometrie verbinden können, damit der Spieler in der Lage ist, speziell darauf zu zeigen und es zu manipulieren, ergo den Hebel umzulegen, den Knopf zu drücken. Dafür muss dieses Stück Geometrie, dieses Stück Grafik aktualisiert werden. CIG möchte dazu in die Lage kommen, das prozedural zu animieren, ohne spezielle Animationen für jeden einzelnen Knopf erstellen und exportieren zu müssen. Und sie wollen in die Lage kommen, das in wenigen Draw Calls zu tun, indem das geänderte Stück Geometrie weiterhin Teil desselben Meshes ist. Sobald Sie eine grundlegende Pipeline dafür haben, muss die hinter jedem Knopf, hinter jedem Hebel liegende Logik und auch deren Verknüpfungen untereinander definiert werden. Dabei gibt es eine Menge, sehr viele Dinge, die nur auf einem einzigen Kanal passieren können. Und nicht nur das. Abhängig vom Schiff kann jeder Knopf eine andere Funktion innehaben. So haben einige Schiffe Fracht, einige Schiffe haben Torpedos, einige Schiffe haben nicht mal ein richtiges Fahrwerk. Wie kann CIG also all diese Dinge so einrichten, dass sie jede dieser unterschiedlichen Anliegen berücksichtigen? Und so hat CIG eine Vorlage und einen Entwurfsbogen dafür gemacht, wie man herausfindet, welche Knöpfe das Schiff hat, wie man herausfindet, wo sie platziert werden sollen, damit sie auf eine sinnvolle Weise gruppiert werden können. Man muss sich immer noch mit seinem Schiff vertraut machen, um genau zu wissen, wo die Knöpfe positioniert sind, aber wenn man ein neues Schiff betritt, sollte es nicht einfach nur der pure Wahnsinn sein. Es sollte eine gewisse Logik dahinter stecken. Hinzu kommt, das alles so zu verpacken, dass Grafiker es benutzen können, das ist eine eigene Aufgabe, auch und vor allem hinsichtlich der Ästhetik, dem Aussehen, Größe, Farbe, Beschriftungen, den Abständen zueinander und so weiter. Die Gladius ist das Testbett für dieses neue System und man hat hier erste Implementierungen vorgenommen, um die Benutzbarkeit im Spiel zu testen. Das System muss noch verbessert werden, aber die Grundlagenarbeit ist schon durchaus brauchbar. Am Ende sollte es sein, als würde man in sein neues Auto steigen. Alle Knöpfe und Displays und Zustandsleuchten sollten sich einem intuitiv erschließen. Alles sollte logisch angeordnet sein und Sinn ergeben.
Das ist etwas, das aktuell erarbeitet wird. Allerdings wird zuvor ein weiteres System benötigt. CRG muss ihr Raum- und Atmosphärensystem fertigstellen, denn ein Teil des Ergebnisses des Durchbruch-Gameplays ist es, dass sie tatsächlich ein Loch in der Seite des Schiffes erzeugen müssen. CRG will, dass die Atmosphäre entlüftet wird und umgekehrt wollen sie in der Lage sein, Airlocks, Luftschleusen im Spiel zu haben, die einen Raum mit entweichender Atmosphäre verschließen können. Und dann wollen sie den evakuierten Bereich wieder unter Druck setzen und mit atembarer Luft füllen. Es gibt also ein paar zugrunde liegende Systeme, an denen sie zuerst arbeiten müssen. Und um das noch zu erweitern, im Grunde genommen ist das, was das alles möglich macht, so etwas wie das Raumsystem. Das ist etwas, woran Chet McKinney vor langer Zeit gearbeitet hat, wo man zwei Volumina hat, die Atmosphäre enthalten können. Und Chet benutzt die Gesetze des idealen Gasdrucks, um anzugeben, wie und warum bestimmte Gase übertragen werden. Wenn man also zwei Räume hat und eine Verbindung hinzufügt, werden diese Gase übertragen. Ein Durchbruch, ein Höhlendurchbruch, wie auch immer, ist also im Grunde genommen das Gegenteil eines Bruches, nämlich eine Verbindung zwischen zwei Räumen. Und der Weltraum ist ja, wie wir wissen, auch ein Raum. Aktuell haben die Raumschiffe in Star Citizen noch unveränderliche Räume, die keine solche Übertragung von Atmosphärenzuständen zulassen. CRG hat an einem Lebenserhaltungssystem gearbeitet, das es erlaubt, Atmosphärenzustände eines Raums zu verändern, sodass es sogar, wenn man zu lange in einem kleinen Raum bleibt und der Kohlendioxidgehalt zu groß wird, dass man darin wahrscheinlich auch ersticken würde. Das Problem hierbei ist, es macht keinen Spaß, denn man kann diesen sich verändernden Zustand der Atmosphäre als Spieler vor dem Bildschirm nicht bemerken. Mark Abend definiert das deshalb als nächsten Entwicklungsschritt. Wie kann CRG diese Mechanik so einbinden, dass es für den Spieler sichtbar ist, damit er weiß, was los ist? Wenn man diese Informationen sichtbar machen kann, erst dann wird es auch Spaß machen, zu ersticken. Aber zurück zu dem Thema, was eigentlich so einen Atmosphärenaustausch überhaupt erst ermöglichen kann. Den eigentlichen Prozess des Aufbrechens von Türen. Diesen hat CRG so weit aktualisiert, dass sie einen Schlosszustand von anderen Gegenständen ableiten können. Sprich, man hat einen Schlüssel oder eine Karte, also eine entsprechende Entität, und die stellt eine Kommunikation, eine Verbindung zum Schloss der Tür her. Und das Schloss prüft, ob beide Entitäten miteinander korrespondieren und die Tür sich überhaupt mit dieser Entität, Karte oder Schlüssel, öffnen lässt. Oder alternativ hat man eine Entität zum Aufbrechen oder Aufsprengen einer Tür. Dann würden spezifische Durchbruchspunkte innerhalb der Tür angesprochen und berechnen, ob denn diese Tür jetzt aufgesprengt wird oder nicht. Wenn dann die Tür aufgebrochen ist und auf der anderen Seite herrscht ein Vakuum, dann kommt es zum Atmosphärenverlust. Um hier entsprechende Volumen- und Ausgleichsberechnungen durchzuführen, arbeitet CRG mit Kompressoren, die berechnen, wie schnell ein Raum mit einer Atmosphäre gefüllt werden kann, wenn der Durchbruch wieder versiegelt wird oder wenn man sich in einer Luftschleuse befindet und ein Atmosphärenausgleich vorgenommen wird. Für das zur Verfügung stehende Volumen werden Tanks implementiert. Wenn also im Raum Atmosphäre war und im Tank ist nichts und man möchte durch die Luftschleuse in den Weltraum gehen, dann wird die Atmosphäre vom Raum in den Tank übertragen. Wenn außerhalb des Schiffes eine giftige Umgebung herrscht, wird die Luftschleuse beim Öffnen der Türen mit der giftigen Umgebung geflutet. Beim nächsten Betätigen der Luftschleuse wechselt nun die atembare Umgebung im Tank mit der nicht atmungsfähigen Umgebung in der Schleuse. Nun ist man wieder in der atembaren Umgebung und kann sein Schiff sicher betreten. Das ist also der Übergang, die Verbindungssystematik des Lebenserhaltungssystems, das CRG respektive Chet McKinney gebaut hat. Dieses System regeneriert sich sehr, sehr langsam und filtert die Atmosphäre im gesamten Schiff. Natürlich kann man später dieses System auch manipulieren und die Sauerstofftanks mit Gift füllen oder absichtlich giftige Atmosphäre in der Luftschleuse fluten, um so beim nächsten Wechsel die Sauerstofftanks des Schiffes mit der giftigen Atmosphäre bewusst zu füllen, um so die Atmosphäre der Schiffsinnenräume nach und nach langsam zu vergiften. Aber wird hier im Star Citizen Live gefragt, warum sollte jemand so etwas Hinterhältiges tun? Mit dem Scannen sollen Objekte im Raum gefunden, identifiziert und so Informationen gesammelt werden.
Dazu muss jede Entität, die gescannt werden kann, mit der entsprechenden Information von den Entwicklern befüllt werden, damit die Scan-Einrichtung diese Informationen von der Entität auch beziehen kann, was eben eine entsprechende Menge an Arbeit bedeutet. Bei Schiffen gibt es zurzeit Informationen über Schiffsklasse, Pilot, Eigentümer und Struktur bzw. Lebenspunkte, wenn man so möchte. Und diese Informationen sollen noch erweitert werden, um Bewaffnung, welche Fracht an Bord ist, Rüstungs-, Schildwerte und so weiter. Hinzu kommen weitere Informations- und Widerstandslayer hinsichtlich des Schmuggel-Gameplays, deren geschmuggelte Objekte und Waren natürlich schwerer zu entdecken sein müssen per Scanner. Das Scan-Gameplay soll aber natürlich nicht nur für Schiffe möglich sein. Auch Raumstationen, Bodenstationen und Outposts sowie darin befindliche Fahrzeuge oder auch Schiffe in Schiffen und so weiter sollen per Scanner identifiziert und ausgelesen werden können. Aber dafür muss erst die Basisarbeit erledigt sein. Diese Basisarbeit bzw. Basisversion bilden aktuell die Scans im Gameplay-Loop des Minings. Hier wertet man alle Erfahrungen und Mechaniken aus, um herauszufinden, was funktioniert und was nicht, um von dort aus das System zu verändern, zu verbessern und später dann zu erweitern, wenn es für alle Seiten zufriedenstellende Ergebnisse bietet. Ein Teil des Scan-Gameplays sind auch die Möglichkeiten, sich zu verstecken. Zum Beispiel ein verfolgtes Schiff kann sich hinter einem Asteroiden vor seinen Verfolgern verstecken oder eine Flotte macht sich quasi kleiner, indem die Jäger sich hinter einem Großkampfschiff verstecken oder auch, das ergänzt Sean, den Top Gun-Moment, in dem man auf Basis der Scan-Daten einen Jäger vermutet, aber tatsächlich sind es zwei, die nur so eng beieinander fliegen, dass sie vom Scanner als eine einzige Entität erkannt werden. Scanning ist letzten Endes aber der Beginn und der Kern der elektronischen Kriegsführung. Man kann es für seine Zwecke einsetzen, andere können es abwehren. Auch Störungen, zum Beispiel durch elektromagnetische Felder und/oder Weltraumnebel, sind Teil dessen, was entwickelt werden muss. Hinsichtlich der Schiffe ist es aber so, dass CRG dahin kommen möchte, dass nicht das Schiff selbst als große Entität im Weltraum womöglich größenabhängige Signaturen aussendet, sondern allein dessen Komponenten. Diese kann man auch für seine Zwecke einsetzen, indem man eine Komponente eines Schiffes hat, das massiv starke Signaturen aussendet, um wiederum andere, kleinere Signaturen darin zu verstecken. Das beinhaltet auch unterschiedliche Arten von Signaturen als auch deren Richtung. Eine Signatur muss sich also nicht zwingend zu allen Seiten gleichmäßig ausbreiten. Von EM- und IR-Signaturen sprechend sind die tatsächlich bereits im Spiel implementiert, funktionieren aber noch nicht wie beabsichtigt haben, ergo keine echte Funktion oder Bedeutung hinsichtlich des Gameplays. Diese Mechanik des Aussendens und Entdeckens von Signaturen generell befindet sich aktuell in der Entwicklung, ebenso wie die dafür benötigten Benutzeroberflächen für alle davon betroffenen Gameplay-Arten. Heute haben wir also spezielle Mining-Scanner. Später wird es Scanner geben, zum Beispiel zum Aufspüren medizinisch relevanter Informationen oder zum Scannen von Frachtschiffen oder zum Aufspüren von Schiffen mit piratentypischen Signaturen und so weiter. Außerdem wird man nicht mit jedem Scanner dieselbe Tiefe an Informationen erhalten, sodass es auch unterschiedliche Klassen an Scannern geben wird, die über jeweils unterschiedliche Informationstiefen verfügen, längere oder kürzere Zeiten zum Scannen benötigen und so weiter. Und darüber hinaus muss diese Vielfalt an möglichen Informationsarten entsprechend auf den unterschiedlichen UIs organisiert sein, intuitiv und sinnvoll zu nutzen sein. Dass man ein nicht mehr funktionierendes MFD mit der Faust schlägt und vielleicht dadurch wieder zum Funktionieren bringt, also ein kleines Gelächter hier im Star Citizen Live unter dem Team, Mark Abend ergänzt augenzwinkernd, dass diese Funktion ins Backlog aufgenommen wird unter ferner Liefen. Die Tech dazu ist mit der Mercury Starrunner nun vorangekommen und kann auf andere Schiffe ausgerollt werden. Das wird aber nicht geplant insgesamt ausgerollt, sondern jeweils bearbeitet, wenn ein Schiff zwecks Aktualisierung überarbeitet wird. Tatsächlich ist das An- und Abschalten von Zuständen eines Schiffes, wie zum Beispiel Lichtzustände, schon seit geraumer Zeit vorhanden. Allerdings ist es bislang sehr schwer gewesen, das umzusetzen, zum einen wegen der Abhängigkeit von fehlenden oder im Umbau befindlichen Mechaniken, wie zum Beispiel dem Türsystem, Proximity-Sensoren oder den Building-Block-basierten Control-Panels.
Zum anderen, weil man dafür tief im Programmcode Änderungen vornehmen musste, was nicht das Ziel sein sollte. Am Ende muss jeder Designer in der Lage sein, mit wenigen Klicks solch ein System in einer Entität zu integrieren und dessen Zustände zu definieren. Und dieses System hat man jetzt soweit als erste Iteration mit der Mercury Starrunner am Laufen, wobei man auch hier noch Fehler entdeckt hat, die nicht einfach zu lösen gewesen sind. Hierbei ging es unter anderem darum, dass unterschiedliche Control Panels die Zustandsinformationen, in diesem Fall das Licht, unterschiedlich handhaben. Zum Beispiel war es bei der Constellation lange Zeit so, wenn man die Frachtbühne nur von innen öffnete, das innere Bedienfeld den Zustand kannte, das äußere aber nicht. Und vice versa, wenn man die Tür von außen öffnete, hat das innere Bedienfeld keine Ahnung vom aktuellen Zustand. Ähnliche Fehler hat man bei der Cutlass und Caterpillar identifiziert. Warum ähnlich? Weil jedes Schiff mit unterschiedlichen Panels arbeitet. Zum Beispiel hat die Mercury Starrunner Touchpad-ähnliche Bedienscreens, während die Caterpillar beleuchtete Knöpfe hat. Die Beleuchtungszustände hier, gerade dieser älteren Schiffe wie der Caterpillar, sind aktuell noch hart im Programmcode verankert und lassen sich daher nur schwer verändern, wenn man nicht das gesamte Schiff umbauen möchte. Hierzu erklärt Mark Abend, im Jahr 2020 hatte CRG einen Prototypen des Schiff-in-Schiff-Systems am Laufen, der tatsächlich auch von Anfang an funktionierte. Benutzte man aber beispielsweise sein VMA, wählte einen Rover, fügte ihn einer Starfarer hinzu, ging zum ASOP-Terminal und wollte die Starfarer spawnen, bekam man es mit einigen technischen Problemen zu tun, die CRG im Laufe der vergangenen Monate zu lösen gesucht hat. Ein Schiff in einem Schiff spawnen zu lassen, ist von Entwicklungsseite aus technisch weniger das Problem. Es ist eher das Problem, wie man den Spielern diese Mechanik zur Verfügung stellt und es benutzerfreundlich gestaltet. Das Zielszenario ist das zuvor skizzierte. Man wählt ein Fahrzeug, fügt es einem Raumschiff hinzu, spawnt dieses Raumschiff und erhält das Paket systemisch zur Verfügung gestellt. Aber bevor das ermöglicht werden konnte, mussten eine Menge anderer Systeme angepasst werden und über die unmöglichen Möglichkeiten nachgedacht werden. Denn was passiert, wenn Spieler A seinen Rover in dem Schiff von Spieler B parkt? Wenn Spieler B sein Schiff nun despawnt, ist das Fahrzeug von Spieler A damit ebenfalls despawnt? Ist das Ziel dieser Mechanik? Ist das Fahrzeug von Spieler A oder das Schiff von Spieler B gestohlen? Was passiert damit zum Zeitpunkt des Despawnens? Diese Art kleiner technischer Fragen und Hürden, die müssen alle gefunden, beantwortet und gelöst werden, bevor das Ship-in-Ship-Spawning implementiert werden kann. Dann gibt es das Thema Fracht. Wenn der Frachtraum der Starfarer bereits belegt ist, dann darf es nicht möglich sein, dort ein Fahrzeug zu spawnen. Und vice versa, es darf keine Fracht zugeladen werden, wenn ein Fahrzeug oder Schiff vorhanden ist. Also muss CRG jetzt das Cargo-System dazu bringen, zu verstehen, ob ein Teil des Cargo-Grids von einem Fahrzeug bzw. Fahrzeug-Raumschiff besetzt ist. Die gute Nachricht ist, es wird eine größere Überarbeitung des Frachtsystems geben und CRG wird diese neue API, diese neue Programmierschnittstelle nutzen, genau solche Daten zu verarbeiten, aufzunehmen und an andere angeschlossene Systeme versenden zu können. Es gibt also noch einige technische Hürden. Einige hat CRG gelöst, einige sind noch im Backlog und einige werden in naher Zukunft angegangen. Übrigens, ein weiteres angeschlossenes System, das ist das physische Inventar, über das wir zu Beginn der Sendung gesprochen haben, was Richard Tyra im Calling All Devs vorgestellt hat. Es gibt einen Prototypen dazu, man arbeitet daran. Nicht mit dem Mobiglas, aber remote über das Inner Thought Radialmenü. Ja, das ist ein ständig aktuelles Thema, auch im Rahmen aktuell der erforderlichen Docking-Kameras. Das ganze Reparatursystem bedarf einer kompletten Überarbeitung, was einige Zeit dauern wird. Interessanterweise wird das zusammen geschehen mit der Erstellung des Salvaging-Systems. Warum? Weil Salvage das genaue Gegenteil vom Reparieren ist und die zugrunde liegende Mechanik wird von beiden Gameplay-Mechaniken verwendet werden. So viel zum heutigen Stand der
Übersetzung des Inside Star Citizen, des Star Citizen Lives, des Calling All Devs. Wieder ein umfangreiches Video. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, ihr hattet viele interessante Erkenntnisse und Aha-Momente. Ich finde es immer wieder sehr, sehr spannend, der Entwicklung zu folgen. Und ich habe tatsächlich den Eindruck, dass CNG immer mehr in die Situation kommt, dass die Basistechniken entwickelt sind und dass man jetzt anfängt, eben die nächste Stufe dieser Leiter oder wie soll man es beschreiben, dieses Pyramidenlevels eben zu erklimmen und anfängt, die auf der technischen Grundlage basierenden Spielelemente, die Gameplay-Loops zu entwickeln und dann eben miteinander zu verknüpfen. Und im Prinzip gibt es ja nur wenig oder ich will sagen eigentlich überhaupt nichts, was ganz separat von allem anderen losgelöst ist. Alles hängt irgendwie mit allem zusammen und ich halte das für ein riesig großes, extrem kompliziertes Puzzle, was CIG hier zu lösen versucht. Natürlich gibt es andere Spiele, die ähnliche Mechaniken auch schon mit sich bringen. Elite wird hier ja gerne genannt oder ich habe auch schon von Eve gelesen, aber was, glaube ich, Star Citizen von allen anderen unterscheidet, das ist diese Vision, alles möglichst real zu machen, einen Mix zu erstellen, eine Gemengelage, ein Gemisch aus Strategie, wie bei Eve, aus Science Fiction, wie bei Elite, aus First Person und dann auch noch Survival Gameplay und das alles mit einem im Rahmen eines Science Fiction Setups möglichst realistischen Feeling, Spielgefühl. Alles soll irgendwie physisch real sein, sich physisch korrekt verhalten. Seien es jetzt eben die Dinge, die Usables, die wir in der Hand haben, die Waffen, die sich vernünftig anfühlen, die Inventare, der Druckausgleich und so weiter und so fort. Quasi ein Film im Computerspiel, alles weltweit miteinander vernetzt. Ich bin durchaus der Meinung, dass es zu schaffen ist. Vor 5 Jahren hätte ich mit diesem Wissen, was wir heute haben, mit den Informationen, die CIG uns heute gibt, gesagt, das ist nicht möglich, was sie dort vorhaben. Doch sie erstaunen mich immer wieder und schaffen es immer wieder, irgendwelche noch nie dagewesenen Innovationen zu schaffen, was mich einfach fasziniert. Wenn ich aber immer wieder irgendwelche Artikel lese, die fragen, wo bleibt Star Citizen, dann kann ich mich inzwischen nur noch zurücklehnen, mit den Schultern zucken und sagen, tja, Leute, in Anbetracht dessen, was uns hier erzählt wird, jede Woche, jeden Monat, das wird nichts in den nächsten 2-3 Jahren. Da wird noch etwas Zeit und Raum ins Land gehen, bis wir dieses Spiel haben. Solange müssen wir uns noch mit der Alpha zufrieden geben, mit dieser Testumgebung, die manchmal auch unsere Nerven fordert, die uns eine Idee davon gibt, was CIG erreichen möchte und die wir verstehen sollten nicht als Spiel, sondern als Testumgebung und die wir auch entsprechend nutzen sollten im Sinne dessen, dass wir Fehler, die wir finden, im Issue Council reporten. Nicht nur neue Tickets zu eröffnen, sondern auch uns bestehende anzugucken und versuchen nachzuvollziehen und zu bestätigen, weil das ist der eigentliche Kern dieses Persistent Universe. Es geht nicht darum, ausschließlich durch die Gegend zu sausen und andere Spieler abzuschießen oder das Mining-Gameplay auszuprobieren, sondern es geht tatsächlich am ehesten darum, Fehler zu finden, zu reporten und so CIG bei der Entwicklung dieses monströsen, noch nie dagewesenen Vorhabens zu unterstützen und dabei möglichst die wiederkehrenden Berichte, die dann fragen, wo bleibt Star Citizen, zu ignorieren, sondern einfach in dem Wissen zu sein, es ist in der Entwicklung und wir alle unterstützen diese Entwicklung mit unseren Übersetzungen, mit unseren Fehlermeldungen und indem wir all das ausprobieren, worauf die Entwickler von CIG nicht im Traum mal kommen würden, was sie auch immer wieder betonen. Ja, so viel dazu. Wie gesagt, wer erst später eingeschaltet hat, die Formate meines Kanals werden sich ändern oder auch nicht, könnte man sagen. Es werden weniger Videos auf meinem Kanal rauskommen. Ich werde mir interessante Themen rauspicken, sie zusammenstellen, vielleicht einmal im Monat rausbringen. Auf jeden Fall, wenn ihr tiefgehendere Informationen haben möchtet, bleibt
gerne auf meinem Kanal. Wenn ihr neu dabei seid, drückt gerne auf den Abo-Knopf. Ich bedanke mich an der Stelle bei meinen Unterstützern auf tipi.com/astrosam. Kommt auch ihr gerne dazu. Freue mich über jeden, der zu dieser kleinen, meinen Community dazukommt. Und dann wünsche ich euch auf diesem Wege einen wunderschönen restlichen März. Vielleicht kommt nochmal ein Video Ende des Monats. Ich bin jetzt erstmal ein paar Tage unterwegs. Auf jeden Fall sehen wir uns bei einem Stream. Gemeinsam mit PsychShot werde ich dann unterwegs sein, mir den neuen Patch angucken. Da freue ich mich schon drauf. Liebe Grüße. Und natürlich, wie gesagt, bei der Verse Night. Guckt vorbei auf www.versenight.de. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und wünsche euch weiterhin viel Spaß mit Star Citizen. Und ja, alles Gute. Bis zum nächsten Video. Tschüss. Cheers.